Hallo und herzlich willkommen zu MyBGL vor Ort, heute aus Rostock. Hier wird heute von den Stadtwerken Rostock eine Bio-CNG-Tankstelle eingerichtet und viele Unternehmer, unter anderem die Spedition Guske, sind heute hier mit vor Ort, haben uns auch eingeladen, dazu zu kommen, denn hier wird heute Klimaschutz heute betrieben und nicht erst morgen, wenn viele klimafreundliche Antriebe im Nutzfahrzeugbereich noch der Zukunft angehören und erst in wenigen Stückzahlen aktuell erhältlich sind, machen die Kollegen mit Bio-CNG heute schon Nägel mit Köpfen. Bei dieser neuen, modernen Bio-CNG-Anlage der Stadtwerke Rostock können pro Stunde 1000 Kilogramm CNG vertankt werden und damit drei Fahrzeuge parallel betankt werden, sodass ziemlich schnell und ohne großen zeitlichen Aufwand, es dauert wohl 5 Minuten, wie die Kollegen sagen, die Fahrzeuge wieder vollgetankt fahren, weiterfahren können und im regionalen Verteilverkehr aktiv sein können. So, und bei mir steht jetzt Stefan Guske, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens. Hallo, Herr Guske. Ja, schön, hallo, dass Sie da sind. Wir sind heute hier in Rostock bei den Stadtwerken, wo die Bio-CNG-Tankstelle eröffnet wurde. Sie sind doch ein gebranntes Kind. Sie haben in LNG-LKW investiert, ich glaube 35. Die Regierung hat sich dann hängen lassen. Jetzt CNG. Wo kommt das her? Wie ist die Motivation? Also wir haben nicht nur 35, wir haben 65, also noch mehr gebrannt als ein gebranntes Kind. Also wir haben wirklich ein ganz schwieriges Jahr hinter uns, glauben aber trotzdem an die Technologie LNG, wie aber auch CNG als Überbrückungstechnologie. Und insgesamt gesehen, glaube ich schon, ist es nur möglich, mit der Nutzung von Biogas auch diese Klimaschutzziele zu erreichen. Und da wollen wir einfach mitwirken und brauchen natürlich auch die Unterstützung der Politik. Richtig. Und das ist auch das Stichwort. Die Politik muss am Ende unterstützen. Die Fahrzeuge kosten ja eine ganze Menge auch. Haben Sie überlegt, Ihre Fahrzeuge auch mal umzurüsten? LNG-Fahrzeuge in CNG-Fahrzeuge? Oder was kostet das? Lohnt sich das? Wir haben es mal überlegt. Wir haben ja im letzten Jahr eine sehr, sehr Hochpreisphase gehabt mit 4, 5 Euro das Kilogramm LNG. Wir haben mit Mietfahrzeugen überbrückt. Das hat uns sehr viel Geld gekostet. Die Preise sind Gott sei Dank wieder heruntergegangen. Wir können wieder einigermaßen unsere LNG-Fahrzeuge wettbewerbsfähig betreiben. Wir haben auch überlegt, umzurüsten, kostet 15.000 bis 20.000 Euro, haben es dann eigentlich verworfen, auch vor allem wegen der Reichweite. Wir brauchen eine Reichweite von 700, 800 Kilometer und das ist mit den CNG-Fahrzeugen umgerüstet nicht möglich. Dankeschön. Abschließend noch eine Frage. Technologien wie E-LKW oder Wasserstoff-LKW. In welcher Zukunft sehen die Fahrzeuge kommen? Ja gut, Elektro-LKWs, sag ich mal, Volvo zum Beispiel, glaube ich, hat schon ein serienreifes Modell. Ich denke schon in den nächsten 3, 4, 5 Jahren wird es auch serienmäßig hergestellte Elektro-LKWs geben. Ich sehe die Infrastruktur, das ist das Riesenproblem. Wenn ich überlege, wie lange das dauert, heute eine Genehmigung zu bekommen, wie wollen wir ein flächendeckendes Netz erreichen? Und von der Warte her, denke ich ganz einfach, ist Gas auch eine Möglichkeit mit Elektro- und Wasserstoff und Klimaziele zu erreichen. Also Klimaschutz machen wir schon heute mit Bio-CNG hier in Rostock und mit Stefan Guske. Dankeschön für das Gespräch. Alles Vielen Gute Dank. Weiterhin. Ja, Dankeschön.